Sebastian Kurz, österreichischer Bundeskanzler, in den ORF-Sommergesprächen. Was gesagt wurde, ist in den Medien auf- und abdekliniert worden, aber seine Körpersprache, die wird häufig übersehen und dabei ist es genau das, was eine Emotionalität zu ihm auslöst. Nur kurz gesagt, seine Salatschüssel, was er sehr oft macht, er bewegt seine Hände in der Form. Es schaut immer so aus, als würde er eine Salatschüssel beuteln. Mehr und eine eingehendere Analyse findest du auf meinen Social-Media-Kanälen. Joe Biden. Er ist in seiner Körpersprache tatsächlich vielfältiger als Sebastian Kurz. Was er immer wieder macht, in großen Pressekonferenzen nähert er sich dem Mikrofon an und flüstert ins Mikrofon. Tax break. Damit schafft er es, Inhalte, die den Zuhörerinnen und Zuhörern eigentlich unangenehm sind, eigentlich ein Vorwurf sind, mit relativ wenig Druck und ein wenig Augenzwinkern näher zu bringen. Eine wunderbare Technik, die nur aufgrund der Körpersprache und des Flüsterns funktioniert. I think it's time to give ordinary people a tax break. Shelby Holohan, eine Sportlerin, eine Läuferin, sie wurde wieder wegen Dopings gesperrt. Interessant ist für uns aus körpersprachlicher Sicht das Statement, das sie abgegeben hat. Warum ist es interessant? Immer wieder wird ihr kolportiert, man könne Lügnerinnen und Lügner an der Körpersprache erkennen. Hier erklärt sie zum Beispiel, dass ihre positive Dopingkontrolle nur wegen eines verunreinigten Lebensmittels gekommen wäre. Nun, wenn wir ihre Körpersprache anschauen, sehen wir, sie schaut links rauf, rechts rauf, zuckt mit den Augen, zuckt mit der Mimik, sie findet die Worte nicht und da sind die Menschen schnell dabei zu erklären, aha, sie lügt. Interessant, immer erst danach. Wenn wir das nämlich ohne Ton anschauen, werden wir draufkommen, das ist eine durchaus übliche Körpersprache und ob gelogen wurde oder nicht, verrät die Körpersprache allein schon mal nicht. Ja, und dann ist etwas Berührendes passiert. Ein Kind war mehrere Tage abgängig und es wurde gefunden. Spannend aus körpersprachlicher Sicht sind zwei Dinge. Erstens zu beobachten, wie das Kind trinkt. 3 Jahre alt, es kann natürlich noch nicht so trinken, wie wir das machen. Es fährt mit der Hand ins Wasser und schlägt einfach die Hand ab. Das ist gar nicht so unüblich. Wir sehen das auch bei Tieren in der freien Natur. Und ganz besonders berührend war der Jubel der Angehörigen, der Eltern und der Retterinnen und Retter. Was wir Menschen nämlich da körpersprachlich machen, ist, wir zeigen ein Signal, das jeder kulturunabhängig versteht. Aufreißende Arme und zwar sehr schnell, sehr groß, die Augenbrauen nach oben, die Mundwinkel nach oben und wir werden laut. Das gibt ein Einigkeitsgefühl und sogar du, wenn du das jetzt nur hier im Internet anschaust, wirst eine Emotionalität dazu bekommen. Wir machen das nicht nur in solch dramatischen, wunderbaren Momenten. Auch wenn ein Fußballtor fällt, machen die Menschen das Gleiche. Das gibt uns Einigkeit. Die Körpersprache ist nämlich das, was uns emotional verbindet. Ja, dieses Mädchen ist mir natürlich aufgefallen im Internet. Es tanzt mit seiner Mutter unglaublich toll. Erstens lernen wir, dass wir auch durch Abschauen, durch Kopieren der Eltern, auch der Angehörigen, der Freunde lernen. Auf der anderen Seite muss man sagen, warum tanzen mehr Frauen als Männer? Jetzt wirst du sagen, das stimmt doch nicht. Doch, das stimmt. Wenn Musik beginnt zu spielen, beobacht mal in einer Bar, in einem Club, wer schneller beginnt mit den Hüften zu bewegen. Männer tanzen schon, aber nur, solange sie Single sind. Sobald sie verheiratet sind, stehen sie lieber mit den Kollegen an der Bar. Und wenn Männer tanzen, ist etwas sehr Interessantes, auch über alle Kulturen beobachtbar. Es ist eher ein Darstellen der körperlichen Fitness, wie wir hier in diesem Fall sehen. Oder eben auch der nahezu ausschließlich unter Männern praktizierte Tanz, nämlich Breakdance. Das ist mehr oder weniger ein Darstellen, wie fit ich als Männlein bin. Wenn wir jetzt also vergleichen, das wunderbar elegante Bewegen der Frauen und die körperliche Darstellung der Fitness, dann wissen wir, dass Tanzen auch ein Paarungssignal ist.